Ausgabe von 2 von Bademeister. Heute der Heimat-Talk mit unserem Urbayern schlechthin, der den schicksten Schnurrbart hat der Liga momentan, Konrad Abelshauser. Grüß dich, Konrad. Servus. Hey, tritt herein. Oh. Oh ja. Der Mann lebt den Stil vor. Ja. Oh. Die schönste Badehose, die ich bisher gesehen habe. Das ist Einsatz. Gut. Oh ja. Sieht gut aus. Conny, fangen wir mal an, ne? Ja. Was müsste ich tun, um beim Buchner Bauwagen aufgenommen zu werden? Ja, erst musst du deine Fußballgeschick zeigen können, weil der Buchner Bauwagen schon seit Jahren die Dorfturniere aufmischt und da genauso erfolgreich ist wie der JCR bei München. Ich habe nichts verstanden, aber genau das macht den Heimat-Talk ja aus. Conny, herzlichen Glückwunsch. Jawohl. Welche Fähigkeit würdest du dir als Superheld wünschen? Ich darf gerne fliegen. Das ist was Schönes. Vor allem bei uns, wo es landschaftlich so schön ist in Bayern. Wie schön das ist, wenn man da rumfliegt, durch die Berge, über die Seen. Das war doch was Schönes. Conny, der lebt in Heimat-Talk. Ich ringe mit mir und er kriegt aber das Entchen. Spürt's nicht so. Oh ja, kurz. Was war denn dein schlechtestes Schulfach? Deutsch. Das wundert mich nicht. Ich mag ihn längst. Ich glaube, ihr habt alle verstanden, warum es Deutsch war. Kriegst gleich das Detail. Welche Fettnäpfchen lässt du denn nicht aus? Also ich komme gerne auf die Sekunde genau. Und wenn halt da irgendwas schief läuft, dann ist man gleich mal ein bisschen zu spät. Und ja, das lasse ich natürlich nicht aus, ob das ein Flug von Düsseldorf nach München ist oder ein Meeting nach dem Krafttraining. So ist sehr eng getaktet bei mir. Ja, ich muss sagen, ich bin ein Mann, der gerne pünktlich ist. Deswegen bin das Eis. Aber es war ehrlich, Conny. Das gebe ich dir. Als Tiefblauer freust du dich, wenn der FC Bayern München verliert? Es ist nicht ganz darauf angelegt, wie die spielen. Also in der Champions League vergönne ich ihnen eigentlich jeden Sieg, weil solange Deutschland erfolgreich ist, international, freut mich das eigentlich auch. Da darf man die Roten mal gewinnen. Finde ich, ist eine passable Antwort. Ne? Zeigt deinen Sportsgeist. Deswegen, Conny, kriegst du es endlich. Ja! Ja. So.